Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsmelder. Mein Name ist Patrick und ich nehme euch gerne heute mit auf die Runde am Katzenbusch. Die Runde am Katzenbusch beginnt an dem heiligen Dimitrios im Hintergrund. Ihr gebt einfach ins Navi ein am Katzenbusch 4 in Herten. Die Laufstrecke im Katzenbusch mit dem Katzenbusch durch den Volkspark beträgt 5,5 Kilometer. Warum habe ich mir die Katzenbusch-Runde ausgesucht? Ganz einfach, weil sie ist wirklich lachsig. Es geht 5,5 Kilometer nur geradeaus, ist wirklich flach. Wir laufen erstmal 1 Kilometer durch den Volkspark hier vorne am Katzenbusch und gehen dann am Waldfriedhof entlang und durch ein Wohngebiet kommen wir nachher wieder am Katzenbusch aus. Auf einer Skala von 1 einfach bis 10 schwierig ist diese Runde wirklich bei einer 1,5. Die ist ganz, ganz einfach und hat ein riesen Einsteigerniveau. Zu der Beschaffenheit kann ich euch Folgendes sagen. Ihr könnt hier vorne in dem Volkspark am Katzenbusch wie wild durch die Gegend laufen. Ihr könnt euch gar nicht verlaufen. Dann hättet ihr eigentlich nur Waldwege. Die Laufstrecke an sich geht über, ich sag einfach mal, 20% Waldwege und den Rest geht es nachher über Asphalt zurück durch das Wohngebiet. So, ich hoffe, euch hat die Katzenbuschrunde auch gefallen. Ich liebe hier die Strecke eigentlich deswegen, weil man hier seine Birne ausschalten kann. Man ist eigentlich teilweise sehr, sehr alleine. Und die Nähe zu der Halde Hohewart oder Recklinghausen und Herten selber, die finde ich Bombe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mich würde es freuen, wenn wir uns hier nochmal wiedersehen wollen. Ich sende euch ein herzliches Glück auf und sage Bye.